loslaufen. Hallihallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hunger Games. Das ist jetzt eine ziemlich spontane Aufnahme hier. Da hat mir der Henny Bamf, der wieder mal dabei ist. Oder wieder mal, was sage ich denn wieder mal? Der ist jetzt das erste Mal dabei. Hat mir gesagt, ja, es geht los in 5 Sekunden. Ich war noch auf dem Desktop. Kurz hier Vollbild gemacht. Ja. Ein bisschen Rüstung, ein bisschen Fleisch. Naja. Also wie gesagt, der Henny Bamf, oder besser gesagt, YouTube Best Ofs ist dabei. Ja, hallo erstmal. Sollte ich auch mal sagen. Eventuell, oh, Grace Period has ended. Ja. Eventuell habe ich ein bisschen Lags, weil ich noch Crysis 3 am Runterladen bin. Und die Karte aktualisiert nicht bei mir. Das ist natürlich das Schönste, wenn man nichts sieht. Traum, ne? Ja. Echt ein Traum. Ich habe vorher den Start verschissen, habe gerade mal ein rohes Steak bekommen. Oh, Pilze. Ich fühle mich wie Super Mario. Oh, Pilze. Nützen die was? Ja, daraus kannst du, wie gesagt, Pilzsuppen machen, wenn du Holzschüsseln hast. Sonst na gut, aber brauchst du eine Holzschüssel. Ja, eben. Das ist das Problem. Dann nützen die was. Aber ja, genau. Den Inhalt isst du dann einfach raus, aber die Holzschüsseln behältst du dann. Das heißt, du kannst also unendlich, solange du Pilze hast, unendlich viel fressen. Ja, das ist doch gut. Ja, das ist richtig geil. Na gut, der erste... Ich weiß nicht, wo ich bin, weil die Map nicht so schnell ladet, aber ich sehe da irgendeinen. Und jetzt habe ich gerade nur noch 20 FPS. Jetzt habe ich wieder 50. Da kaufst du halb offen, wie geil. Und, oh, keine Waffe. Aber viel Essen. Freut sich mein Bäuchlein. Na? Nee, keine Kiste. Verdammt. Da ist einer! Wow, hier ist ein tiefes Loch mit Lava drin. Das ist ja meine Falle, ey. Stirb, du Kleiner! Was sind die denn alle? Ich sehe gar keinen um mich rum. Puh. Alter, will er mich verarschen? Ah, jetzt geht doch. Ich finde keine Kiste. Leute, will mich verarschen? Ich brauche eine Waffe, verdammt. Lol, Setzlinge. Ja, ich habe nur... ich habe nur noch 3 Leben. Aber zum Glück wieder volle... Oh, ich muss mal langsam was fressen. Hungeranzeige. Ja, muss ich auch mal langsam was fressen. Ist hier jemand, der mich töten könnte? Nein. Gut. Kiste, Kiste, ich brauch Kiste. Ja, die hätte ich auch gern. Hier ist ein... What the fuck, was ist das? Jetzt hab ich fast in den Tod gestürzt. Wow. Was ist das denn hier? Lava mit Wasser? Alter, hat, Kiste und hat ich jetzt grad verdammtes Luck. Und jemand guckt mich an, meine Mutter. Nee, ich nehme jetzt nicht. Ah, man hört's ein bisschen. Dann schmeiß ich das Telefon mal aufs Bett. Ja, mach das. Ja, habe ich schon. So, bitte ist hier eine Kiste. Also in letzter Zeit finde ich hier nie Kisten. Also auf der Map sind sowieso sehr wenig Kisten. Ja? Ich habe, ja, also zumindest, und wenn es doch viele Kisten gibt, sind sie verdammt gut versteckt. Weil ich finde das so gut wie nie welche. Nur an so manchen Wasserfällen sind welche. Ich habe Eisen jetzt gefunden und darf es nicht abbauen. Das sind kleine Seen und Häuser sind ja auch so gut wie keine. Ob in Bäumen irgendwo welche sind, weiß ich auch nicht. Da ist ein Gegner. Ah, hier ist eine Kiste. Aber, oh Gott, da muss man ja richtig Jump'n'Run für machen. Ja, das gibt's auf dieser Map einige Mal. So. Hab ich noch nie gemacht. Oh, doch, wohl, ja gut, meine Adventure-Map. Schleichwerbung. Ah, oh, Mann. Ach du Scheiße. Nein! Nein! Verdammt. Mann. Bin hier am Kämpfen. Ich bin hier gegen einen Kämpfen und hinten wartet schon wieder einer zum Kämpfen. Dann... Das sind die Feigen. Klein. Ja. Jetzt kommt er. Dann schlage ich mal den... Oh, der hat ein Holzschwert! Nein. Ich bin tot. Ein Schlag und 4 Leben hat er mir abgezogen. Na klar. Ah, hier ist auch eine Kiste. Da komme ich sogar dran. Ja, und die ist leer. Natürlich ist die leer. Wollt ihr mich eigentlich verarschen, ihr Kleinen? Ich bin tot. Ist noch eine Kiste? Auch leer. Na super. Ich freue mich, Leute. Ich kann dir, glaube ich, nicht zuschauen, oder? Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das gehen könnte, sollte, müsste, dürfte. Vielleicht Watch Arena 1? No, geht nicht. Naja. Auch schon leer, verdammt. Dann verabschiede ich mich mal, weil ich kann ja nichts mehr machen.
Oder ich könnte Arena 3 gehen, da ist Waiting. Ja, dann warte mal, dann lief ich auch mal kurz hier. Verbindung trennen, wieder auf den Server draufkommen. Die Arena, die kenne ich gut, diese Arena. Welche bist du denn? 4. Ja. Oh ja. Warte mal, ist das die mit der Baustelle? Keine Ahnung. Du bist doch da, oder nicht? Ja, aber Baustelle weiß ich nicht, ob das eine Baustelle ist. Das ist eine Baustelle, das ist so ein Bagger hier irgendwo. Wo ist denn der? Der ist direkt gegenüber von mir. Oh, jetzt hast du Lag. Oh, deine Stimme ist ein bisschen kratzig. Jetzt ist liegt an den Lags, weil ich halt Crysis 3 runterlade wahrscheinlich. Ah, ich bin 4 Felder neben dir. Rechts von dir. Okay. Mal schauen, ob deine laggende Stimme weggeht. So. Ist es jetzt besser, oder? Ja, jetzt ist besser. Ja? Jetzt okay. Ist besser. Ja, wie gesagt, ich bin 4 Felder rechts von dir. Wie du siehst. Dann weiß ich, wen ich zuerst angreifen muss. Nee. Ich bin der hüpfende fette Bär. Und ich meine nicht den Panda-Bär neben mir, sondern den braunen. Wer ist das denn? Leasa. Ey, die kenne ich. Leasa, 2002. Die wollte mit mir mal im Team kämpfen irgendwann. Hallo. Ey, die kennt mich, glaube ich. Die winken jetzt hin. Da haben sich 2 gefunden. So, wann geht's denn hier los? Ja, das Witzige ist, sie hat einen Bärenskin, ja, gut, mehr oder weniger, und ich auch. Und ich habe Assassin's Creed. Ich wollte eigentlich Dovahkiin, aber das sieht nicht so geil aus. Nee? Ja, ich habe noch so einen Tupac-Skin. Kennst du Tupac? Ja, na klar kenne ich den. Wer kennt den schon nicht? Hallo? Ja, wollte gerade sagen. Ja, hab ich auch, aber der sieht auch nicht so geil aus. Den wollte ich erst für diese Aufnahme hier nehmen. Um wortwörtlich ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen. Ach, und Lea saß mit einem Team, anscheinend. Mit wem? Wer will Team? Nein, keine Teams. Ach nee, doch nicht. Ach nee, ja, da haben sie wie gesagt, die hat mich auch mal gefragt, ob ich mit dem Team sein will, weil sie ist ein Mädchen und sie ist wahrscheinlich nicht so mutig und braucht jemanden, der sie beschützt. Aber keine Ahnung, warum solche Leute überhaupt dann sowas spielen, ne? Ja, Startschwierigkeiten vielleicht. Ja gut, ich meine, ich oh, das Spiel startet in 10 Sekunden und du lädst wieder ein bisschen. Ja? Egal. Und ich habe gerade nicht aufgepasst. Achso, 4 Sekunden. 3, 2, 1. Los rennen! Und 2 Enderperlen, aber... Ich habe Rüstung, Essen, aber kein Schwert. Ich auch nicht, ich habe alles, aber kein Schwert. Und keine Waffen. Ich brauche Waffen. Oh, hier liegt ein Holzschwert. Ich habe ein Holzschwert. Ich habe es nicht aufgenommen. Lol. Das buggt da so rum. Ja, das ist buggy. Na toll. Dann, so, Lederrüstung habe ich ein bisschen. Muss ich schauen. Ist hier eine Truhe? Ist hier eine Truhe? Jawohl, hier ist eine Truhe. Mit einem Holzschwert und 2 Enderperlen. Oh, bei der Map weiß ich aber, wo alle Truhen sind, ne? Ja, da weiß ich auch gut. Ich werde dir nicht sagen, wo sie sind. Ja, hier habe ich aber auch viel mal gut gespielt. Ich weiß genau, wo die Truhen hier sind. Also ziemlich genau. Oh, jetzt kommt gerade eines meiner Lieblingslieder von der Mass Effect. Ah nein! Nicht töten! Nicht mich töten! Ich liebe euch, Leute! Hört auf, mich zu töten! Da hat jemand ein Holzschwert. Oder sowas, das schlägt mich weit weg. Noch 3 Herzen. Oh, ich habe eine Kiste. Ja, die habe ich bisher eigentlich immer gefunden. Leder und ein paar gebratene Sachen. Jetzt habe ich eine komplette Lederrüstung. Leute, warum wollt ihr mich immer alle töten? Warum wollt ihr alle die unschuldigen Leute töten? Ja, weil du mit bei mir dabei bist. Ja, genau deswegen. Lol, ich sehe diese Leasa. Der hat über ein Goldschwert. Hör auf, bitte mich nicht töten. Arsch, du. Hat die ein Goldschwert? Nee, Leasa nicht, aber ein anderer, der mich töten will wahrscheinlich. Die steht einfach nur da. Er hat eine Kiste gefunden und will nicht mehr töten. Ich habe einen Bogen und Goldrüstung von der Leasa bekommen. Ja? Ein Bogen, aber keine Pfeile. Ja, anscheinend spielt die mittlerweile... Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Anscheinend spielt die mittlerweile auch selber. Ich hab ein Holzschwert! So, jetzt bin ich unbesiegbar. Na gut. Hoppala. Da ist der Typ. Der Schwein. Das Schwein. Oh, verdammt, der hat mein Holzschwert weggeschossen. Ja, ich bin tot. Ich hatte noch 2 Herzen gerade, hab mich gefressen und... Oh Gott. Lol. Also du bist tot. Ja, dann muss ich das wohl alleine fertig machen, weil ich bin gut dran. Kann ich hasse das. Ja, kenn ich. Kenn ich nur zu gut. Aber nur eine Aufnahme. Ich hab dich...
ich habe bis jetzt, glaube ich, 10 Mal gespielt, davon 4 Mal komplett gewonnen und davon so und so oft Zweiter geworden. Und dann nehme ich einmal mit dir auf und schon sofort raus. Oh, das ist eine Lampe. Cool. Hier ist keine Kiste. Mit welchem Texture Pack spielst du eigentlich? Das mit dem Sfax Pure BD-Craft. Ich auch. Ja, das ist halt einfach schön. Ich find's auch geil. So, da hinten ist bestimmt auch eine Kiste. So ein kleiner kaputter Tunnel, so eine Art. Hier ist eine Kiste mit einer... Ja, wenn du Kisten haben willst, lauf ganz am Rand her. Da sind überall Kisten verteilt. Oh, du, ich bin gewappnet. Ich habe jetzt hier nämlich Kettenstiefel. Was ist besser, Gold oder Kettenstiefel? Ketten, auf jeden Fall. Alles klar, dann habe ich jetzt Goldhemd, Goldkopf, Kettenstiefel und eine Lederhose und ein Holzschwert. Also ich glaube, Gold ist sogar nicht mal besser als als Leder. Ja? Also ich glaube, nur bei Schwert ist Leder schlechter. Es gibt, glaube ich, gar kein Lederschwert. Kannst du ja schlecht damit schlagen. Nein, ich meine Lederrüstung. Also, ich glaube, bei Schwertschlägen ist eine Goldrüstung besser als eine Lederrüstung. Bei Schwertern und Bögen und Pfeilen. So, nur noch 8 Spieler. Ja. Einer davon bin ich, mit einem Holzschwert und gut bestückter Rüstung. Einer davon bist du und tot. Oh, da vorne ist einer. Ja. Die Map ist nicht geladen. Oh, Leute, jetzt ist er verschwunden. Das war auch, wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, meine eine... Oh, der hat ein Steinschwert, ich bin wieder weg. Ja, du musst springen, wie gesagt, wenn du angreifst, wenn du ihn schlägst. Dann kriegst du so eine Art Crit-Damage und dann machst du doppelt so viel Schaden. Also immer springen, wenn du jemanden schlagen willst. Alles klar. So, mal schauen, ich bin jetzt hier ziemlich in der Mitte bei den Häusern. Da suche ich nämlich die meiste Zeit nach Kisten. Du hast ja gesagt, die meisten sind außen. Ich beweise jetzt allen das Gegenteil. Also, ich glaube, am Rand verteilt, wenn man am Rand einmal rundherum läuft, hat man, glaube ich, 13, 14 Kisten. Da unter mir, da hat mich einer verfolgt. Nee, Junge, verpiss dich. Hast du schon mal, bist du in der Nähe vom Zug oder so? LOL, was ist denn das? Das war ja voll laggy. Oder Buggy, der war auf der Leiter, da habe ich ihn runtergeschlagen. Und da war er plötzlich oben. Ja, naja. Das sind die Leute mit dem schlechten Internet. Ja. Und du bist tot. Ja, schon lange. Ja, dann verabschiede ich mich mal für heute. Ja, ist doch noch ein bisschen geworden. Und ja, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.